Ein wunderschönes Land, unsere Heimat, das Weinviertel. So sieht es in Niederösterreich im Weinviertel Ost aus. Die Laaer Ebene. Ein Blick vom Buschberg im Weinviertel in die noch unberührte Landschaft Richtung Laa an der Theia. Sehr geehrter Herr Landeshauptfrau Stellvertreter Dr. Stefan Pernkopf, da kann man mit Recht darauf stolz sein. Leider macht die Politik, die Windkraftlobby, Bürgermeister und deren Handlanger dem Ganzen einen Strich durch diese Schönheit. Sie fragen sich sicher, warum. Da wäre einmal das erste Verbrechen an der Umwelt und Natur. MOKAP 15, das von den Landwirten bei der Aussaat oder beim Erdäpfellegen schon in die Erde mit eingebracht wird. Extrem hochgiftig, das alles Lebewesen in der Erde vernichtet. Gibt es ein weiteres Verbrechen an Natur und Menschheit. Das ganze Weinviertel Ost muss damit leben. Skrupellos wird von der Politik über die Bevölkerung darüber gefahren. Fast jedes Windparkprojekt landet bei Gericht. Ist das noch im Sinne vom Ex-Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, der schon 2013 sagte, so kann und darf es in Niederösterreich nicht weitergehen. Ist Ihnen das scheißegal?